Schnippel die Schnapp und hallo Rio und herzlich willkommen zurück zu Let's Play StarCraft 2 Heart of the Swarm mit mir, dem Nefkara und der Maxima. Was für ein Einsatz. So, ja. Gerade schon beim Anfangsaufnahmen verkackt. So, kleine, mein Gehirn hat gerade Leerlauf. Ich hatte mir das so überlegt, ab und zu mal 2-on-2, ab und zu 1-on-1. 2-on-2 mache ich hauptsächlich wegen der Uhrzeit gerade, mein Gehirn kann eh schon nicht mehr so ordentlich denken. Und ich habe schon 4 Stunden Videomaterial für mein neues Hot-Projekt aufgenommen. Dabei ist noch nicht eine Folge oben. Das ist anstrengend gewesen. Deswegen habe ich mir gedacht, außerdem bin ich wahrscheinlich wieder total raus gewesen. Aber wir haben uns kurz eingespielt und da haben wir wenigstens gewonnen. Sah am Anfang wieder relativ schlecht aus, aber umgerissen das Match. Und an dieser Stelle wollte ich mal gesagt haben, das Fail-Match habe ich gekillt gehabt. Das habe ich direkt gelöscht. Das, wo wir so wo so richtig rumgefällt wurde und Leute in der Aufnahme drin waren und so weiter und so weiter. Das gibt's leider nicht mehr. Mein Mikro ist verbogen. Komm schon. Standmikro, tu was. Ja, Standmikro, Schwebemikro eher. So. So, jetzt aber. Wie gesagt, wir haben gerade eben schon ein Match gespielt. Ein paar Sekunden her ungefähr. Oha! 7-8. Wir könnten sogar ausgleichen. Wir hätten fast schon so viele Siege wie Niederlagen. Man könnte auch sagen, wir sind gerade im 2-on-2 so, wie ich im 1-on-1 bin. Wenn du früher baust, vielleicht. Oder wenn der Gegner auch spät baut. Aber in der Bronze-Liga hatten wir bis jetzt keinen Gegner, der spät baut. Also der am Anfang keine Army macht. Und damit angreift. Bis jetzt wurden wir immer gerusht, also bleibt uns eigentlich nichts anderes übrig, als mal dagegen zu bauen. Bevor ich weiter quassel, das Match könnte nämlich ordentlich lange dauern, fangen wir jetzt einfach mal an. Würde ich sagen. Und wir lassen uns mal überraschen. Platz 16. Wir haben noch nie zweimal in Folge gewonnen. Ja. Ja, nur im 1-on-1 ist mir das bis jetzt gelungen. Aber da auch noch nicht dreimal in Folge. Start in 0 und wir spielen auf Grausteinklamm gegen Hänse und Ankron, wie auch immer, Quatsch, Gedöns, beides Protoss. Bedeutet wahrscheinlich ganz frühes Mutterschiff von beiden. Und ich bin Terra, sehr schön. Genau das, was ich... Ja, ich würde zwar gern zurückschreiben, aber das ist nicht drin. Seht ihr unsere Namen, finde ich nicht so cool. Danke, Maxi. Das fand ich schon scheiße bei den Tour und Tours mit Yoshi. Musste ich das alles überblenden? Boah, das war so nervig. Das ist manchmal einfach nur nervtöten. Also, wir spielen hier wieder auf der Karte. Ich glaube, auf der hatten wir sogar schon das... Haben wir nicht die letzte Niederlage hier eingefahren? Das war doch das Match, was... Oder war das mit dem Sieg? Ich weiß es nicht. Nee, hier wurde ich von Mutas gerusht auf der Map. Das letzte Mal. Da haben wir auch zu zweit gespielt. Da kam... Hier Mutas rein und da wurden wir voll auseinandergenommen von den Mutas. Weiß ich noch genau. Und gab's dann auch einen Kommentar mit: Hättet ihr doch bloß die Mutas gemerkt? Nee. Willst du nicht mal bitte mit dem Overlord rüberfliegen? Ja. Weil ich will schon wissen, was die bauen. Hatte ich mir so überlegt, ich meine, ist ja nicht wichtig oder so. Aber der ist ja auch so ultra schnell. Ja, aber wir spielen gegen den Protoss. Jeder Zerg fliegt am Anfang mit seinem Overlord rüber und zwar direkt. Immer. Ich habe sogar herausgefunden, dass das sehr praktisch ist. Ich mache das inzwischen auch immer, wenn ich Zerg spiele. Es gibt nichts Besseres, als das zu machen. Schlechte Neuigkeiten? Er kann ihn nicht bauen. Einer geht noch. Nee, einer geht nicht mehr. Kommandozentrale. Ich meine Satellitenzentrale und ein Space Marine. Das Spin-Gas ist jetzt durch. Drei Worker am Vespin dran. Eine Factory, die für mich ordentlich weiter Marines pumpen muss. Und dann gucken wir mal, dass wir ganz schnell
Irgendwas spawnen. Hammergeil. Irgendwas ist gut. Ich warte jetzt auf 100 Gas. Das könnte aber lange dauern, deswegen mache ich jetzt direkt das zweite Gas dran, weil ich will nicht überrascht werden von denen, aber ich glaube, das könnte passieren. Oh, geht doch. Factory kommt und wir versuchen, beziehungsweise ich versuche gleich wieder mit meinen Minen ordentlich rumzunerven. Das hat beim letzten Mal ganz gut funktioniert. Vielleicht klappt das dieses Mal auch ganz gut. Ein paar Marines, ein paar Zerklinge. Gar nicht übel. Könnte ein bisschen klappen. Ich hole mal ein bisschen mehr Vespingas ab. Schmiede. Relativ wenig sehe ich da. Das zweite Gebäude konnte ich jetzt nicht sehen. Der eine rote sieht nach, ich baue gar nichts aus. Gefällt mir ja gut, weil das, was der da macht, bedeutet für mich viel, viel Spaß mit dem, was ich gleich machen kann. Ich brauche mal mehr Kasernen. Eine auf jeden Fall. Mine V. S. Go, go. Mehr Marines und so. Kannst du mit dem Overlord noch ein bisschen bei denen bleiben? Die scheinen nicht wirklich das Gebäude zu produzieren. Hm? Bauen die da irgendwas Interessantes ja, noch? Wir sagen, da kommt nichts von denen. Die pulvern mir meinen Overlord ab. Warpknoten. Ja, jetzt kommen die so langsam mit dem Viech an raus. Ist jetzt aber nicht mehr so schlimm, weil an der Stelle kommen jetzt bei mir Minen. So. Wenn die zweite Mine kommt, dann gehe ich rüber auf Panzer. Echse kommt von mir jetzt raus. Go, go. Was? Nein, kein Reaktor. Ich wollte keinen Reaktor haben. Reaktor kannst du in der Pfeife rauchen. Reaktor bringt mir jetzt nichts. Ja, komm. Und rüberfliegen. Ja. Oh Mann. Oh Mann, ja, hammergeil. Da habe ich zwei Viecher stehen. Aha, aha, alles Hetzer. Mothership. Mothership. Schön zu wissen. Ja, dann ist dieses Early Harassment Kack, Quatsch, Gedöns, doof und scheiße. Bringt mir gerade gar nichts. Ja. Heißt aber nicht, dass sich trotzdem zwei Panzis von mir kommen können. Was gibt's? Ganz, ganz, ganz schnell Flugabwehr bauen. Ich habe so ein ungutes Gefühl in der Magengegend, ja. Da sagst du was. Entlad mal die Viecher hier. Danke, danke, danke. Nicht genügend Mineralien. Nicht genügend Mineralien. Was ist das Ziel? Bla, bla. Sehr schön, meine Mines. Ich wüsste gern, was die so vorhaben. Erstmal den da hinsetzen. Waffen-Upgrade auf den Weg bringen. Was mache ich denn noch? Vikings. Nee. Es kommt von dir jetzt. Bitte was? Gut. Finde ich super. Finde ich super. Das nächste Mal, wenn ich gleich gucken kann, gucke ich mal, dass ich den Gegner scanne. Ich brauche mehr Gas.
Ich brauch mehr Gas. Ich kann dir was geben. Na, das solltest du eher für deine Hydras selbst verwenden. Glaub mir, ist sicherer. Go, 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 go. Erweiterung nicht genügend Mineralien. Nicht genügend. Ja. Nicht genügend Mineralien. Blub, 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 blub. So, gucken wir doch mal. Nee. Berserker, 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 Quatsch, Quatsch, Quatsch. Und da guck, da kommt eine Armee mit Mothership und den ganzen Gedöns. Da stehen meine Viecher eigentlich richtig gut. Kommt noch was? Die stehen richtig gut, da wo meine Viecher stehen, ist das alles eigentlich Paletti. Gegen das Mutterschiff mache ich Vikings. Vikings kommen bei mir noch raus. Ich brauche noch ein Depot. Aber schön zu wissen, was die haben. Du hast ein bisschen wenig. Das macht mir schon wieder Angst. Zack. Zack. Vikings kommen bei mir. Ja. Nein, ein Feldschiff. Nicht genügend Mineralien. Nein, ein Feldschiff. Nicht genügend Mineralien. Ich hab gerade was überlegt. Die könnten jederzeit mit Unsichtbaren ankommen. Das finde ich überhaupt nicht cool. Allein der Gedanke daran finde ich schon nicht cool. Das kann man dann ändern. Nicht genügend Mineralien. Ich muss gleich mal nochmal eine Runde scannen. Nicht genügend Mineralien. Ach scheiße. Ich muss schon wieder ein Depot bauen. Mann. Benötige weitere Depots. Nee, echt? Das ist mir auch schon aufgefallen. Den weiteren Depots. Ja, wir machen leider zu wenig, das beunruhigt mich. Guck mal, was sie hier alles sammeln an Einheiten. Da sind Unsterbliche sind dabei. Viel schlimmer sind, da sind hohe Templer dabei. Die gefallen mir überhaupt nicht. Also, mir wäre es jetzt ganz lieb, wenn du Infestoren oder sowas hättest. Der kann ich nicht bauen. Also die pumpen und zwar richtig ordentlich. Du kannst... Oh, schade. Das haben sie direkt gesehen. Ich hab die Förmchen reingebracht. Ja, ich hab's mir fast gedacht. Was nicht passt, wird passend gemacht. Wer ist der Boss? Das baue ich auch noch dahin. Was liegt an? Go, go. Nicht genügend Mineralien. Nicht ja, das sehe ich auch. Nicht genügend Mineralien. Nötige weitere Depot. Die Panzer baue ich auf einer Taste. Habe ich echt vier von denen. Wo ist denn der vierte? Hammer geile Scheiße. Wo ist der denn? Ach, da. Hammer geile Scheiße. Ach, leck mir doch die Kimme und so. Ich hab doch die ganze Zeit die Brust gebaut. Ja, ganz viele Berserker. Keine Upgrades drauf, glaub ich. Nee, keine Upgrades, außer ein Schild und einmal ein Waffen-Upgrade. Unsterbliche, die sind sehr nervig, deswegen mache ich noch mehr. Bei mir kommen jetzt auch Tor. Ist mich ein bisschen irritiert, dass von denen überhaupt nichts kommt. Wir könnten die schon längst angreifen, aber das tun wir ja auch nicht. Es ist auch sehr irritierend. Waffen-Upgrade kommt bei mir noch ein weiteres. Eine Echse kommt bei mir noch eine weitere. Ja, guck doch, was die haben. Oh, na, Armee von dem ist nicht mehr zu sehen.
Nami, von dem ist nicht mehr zu sehen. Das gefällt mir nicht. Und dementsprechend... Ach, halt doch mal einmal kurz die Fresse hier. Ist doch nicht. Ach ja, ab und zu mal ein Tor raushauen. Ach verdammt, geht das eh nicht. Dahin aber. Ja, ich muss gleich auf jeden Fall. Wir müssen gleich auf jeden Fall nochmal exen. Ach, du guckst nach mit dem Förmling, was die so haben. Hey, wer ihr Chef? Hier sind sie. Hier sind sie. Ach, schade. Was hatten sie denn alles? Oh, die wollen sich hier reinwarpen hinterher. Da sind Kolosse bei. Ja, ob du das gleich noch so zum Lachen findest, weiß ich nicht. Kolosse sind eigentlich genau, weil du hast nur Biomasse, deine... Aber wir müssen da gleich richtig ordentlich reinballern, sonst haben wir ein Problem. Oh, Waffen-Upgrade. Bei mir kommt jetzt ein Tor nach dem anderen raus. Ich habe 62 Einheiten. Wollen wir unsere Einheiten auch mal vorrücken? Ich habe auch Panzer dabei und so. Gerne. So, hierhin, bis hierhin. Panzer stellen wir hinten dran. So, hier. Die Panzer brauchen wir auch. Spider-Mines brauche ich übrigens auch. Die kommen direkt hier um die Ecke. Ah, fuck die Ruhe. Was liegt hier? Was liegt an? Ja. Ich schenke hier immer noch hin. Benötige weitere Depots. Ah. Ja, meine Viecher rennen jetzt einmal quer auf die andere Map. Was? Siehst du was unten bei deiner Referenten? Bei deinem. Ja, der will seine Einheiten da reinwarpen, ich sehe das. Und was ist, wenn ich da keinen Bock drauf habe? Er kommt rein. Ja, ich sehe es. Der hat seine Einheiten darüber transportiert. Und jetzt wird er vorne. Komm jetzt angreifen. Über beide Seiten rein. Lass angreifen. Der greift vorne an. Ja. Ja. Zurück. Ihr will uns nur locken. Ich muss mal meine Viecher da holen. Der macht, killt mir sonst alles weg. Sind da so viele? Ja, wir haben verloren. Durch das unsichtbare Reinworpen-Quatsch-Gedöns. Das ist das, wir haben wieder viel zu lange gewartet. Das ist immer der Hauptfehler überhaupt. Warten, weil wir sind beide nur Bio-Quatsch-Gezeugte und der hat genau dagegen gebaut mit Hochgelossen. Boah, das ist so schlecht. Nee, das ist es auf jeden Fall gewesen. Das ist es auf jeden Fall schon gewesen. Und tschüss. Kannst nichts. Wir müssen da viel früher rangehen. Wenn er nur Kolosse baut, das ist das, was ich gesagt habe. Du hattest ja auch deine Bioviecher. Aber du hast keinen Pilzbefall benutzt, oder? Doch, hab ich.
Aber es bringt so unglaublich viel. Die sind gar nicht gestorben. Die Armee war 1:1 die ganze Zeit. Ja, die haben auch viel mehr Punkte wie wir. 20.000 mehr.